So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Unbound. Wir machen heute weiter mit einem weiteren Event. Falls du Cops am Heck hast, sollte das kein Problem sein. Falls. Ja, eigentlich wollten wir mal so ein kleines Ding machen und so Leute. Mutter von Holden Parker noch leben würde, um Lakeshore einen Apfelkuchen zu backen, dann würde er nach Freiheit schmecken. Wählen Sie Parker und machen Sie seine Großmutter stolz. Vielleicht benennt er sein nächstes Restaurant ja nach seiner Oma. Naja, es ist ja bei weitestgehend immer bekannt, dass... Hilfe! Scheiße. Es ist ja bei weitestgehend immer bekannt, dass Omas die besten Küche sind. Es gibt tatsächlich sehr viele, die ihre Restaurants oder was auch immer aber nach Oma benennen. Bei mir war das tatsächlich so, wo ich damals... Ich war ja... Anfang letzten Monat war ich auf der Hochzeit von meiner Schwester. Da waren wir in einem Café drin und da hatte die Besitzerin, glaube ich, das Ding nach, ich glaube auch nach ihrer Oma oder nach ihrer Mutter benannt. Ich habe nach ihrer Oma, weil halt die am besten kochen können. Nur mal also so ganz nebenbei. Vorne ist ein Kopf, da kommt jetzt gerade einer entgegen. So, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich... Haben wir nicht. Freunde, das Schöne ist... Hilfe. Scheiße. Das Schöne ist, wir sind wieder im Fahren des Level auf 0. Wir haben jetzt ein bisschen Kohle auf der Hand. 50.000, wie gesagt, brauchen wir. Aber ich will jetzt irgendwie das... Ich habe es leider nicht ganz hinbekommen. Warte mal, ich muss jetzt hier irgendwie wieder raus. Das Auto steht hier oder steht das da unten? Steht denn das Auto unter dem Ding? Gute Frage, nächste Frage. Okay, wir können es trotzdem mitnehmen, obwohl wir da eigentlich oben drüber stehen, aber Chevrolet Colorado ZR2. 7.500 brauchen wir. Wie soll das Ding unbeschädigt mitnehmen? Okay, Tash, hab den Wagen. Toll! Meine Kristallkugel sagt mir, dass die Cops hinter dir her sind. Häng sie ab und ruf mich zurück. Gut, wir müssen sowieso irgendwie die Tankstelle finden. Erstmal die Cops weg loswerden und dann. Was ist das für ein Cop? Wir brauchen Einheiten in Underwood Gardens. Subjekt untergetaucht. Ich sehe sie. Okay. Alle Einheiten. Subjekt flieht Richtung Palemore. Das wird wohl nichts mehr. Ziel ist verschwunden. Alle Einheiten, Subjekt in Palemore untergetaucht. Wenn wir diesen Arsch gefunden haben, gibt's Pizza. Aber sie sind weg. So, das nehmen wir mit. Und das Ding hier heißt so viel Spaß wie auf dem Jahrmarkt. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwo eine Tankstelle. Haben wir eine Tanke noch hier? Blöde Frage, nächste Frage. Eigentlich nicht, ne? Scheiße. Werden überhaupt Tankstellen auf der Strecke, auf der Dings angezeigt? Warte mal. Ne, leider nicht. Scheiße. Hier ist der Tanke. Das Vorteil, wir brauchen uns jetzt erstmal nicht mehr abzuhetzen.
Warte mal, wurde die Tank jetzt eigentlich angezeigt auf der Karte? Nee, ne? Scheiße. Nein, nein, hau ab, du bleibst nicht stehen jetzt. Scheiße. So, ich muss natürlich jetzt ein bisschen langsamer machen. Fahrstufe 3 sind wir übrigens. So, der Kopf ist da irgendwie mal gerade so ein bisschen neben uns. Komm, nimm die Scheiße, wenn, nimm die. Ist das neben uns? Ach, das ist jetzt neben uns. Ist das hier neben? Ist das hier hinter? Ich dachte, es wäre in dem Versteck drin gewesen. Aber wir nehmen es so mit. Dann haben wir das auch. Und wieder 7.500 auf unserer. Hey, Speedy! Tolle Arbeit! Der Kunde hat angerufen und klingt sehr glücklich. So, jetzt haben wir fast 30.000 auf der Hand. So, hier hätten wir noch ein B-Event. Ich habe, glaube ich, ein B-Auto. Ich habe ja den Eclipse, rein theoretisch. Hier ist die Touristenfalle. Die uns 6.000 bringt. Wo stehen wir überhaupt? Hier oben. Okay. A plus haben wir ja nicht. Zumindest gerade nicht. Wir brauchen ja das Auto. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir Geld zusammenkriegen. Und hier sind noch zwei B-Plus-Events, die ich. Oh, die Geld bringen wollen. A-Plus-Events natürlich. Die richtig Geld bringen würden. Der OG, die Drift, das Drift-Event und dann nochmal ein Duell. Ich will ja gerne dieses. Ja gut, hier wäre nochmal ein Takeover PC City Black. Dann würden wir nochmal ein Auto kriegen. Das wäre wär eigentlich nicht riskant, das Ding. Ich mache erstmal aber die Garage. Ich will das Geld safen. Auf einem Lenkrad mehr Bakterien sitzen als auf einer Klobrille? Komm, lass mich mal arbeiten. Ich habe echt zu tun. Informationen wie diese sind heutzutage einfach wichtig. Leg noch ein paar Feuchttücher ins Auto, ja? So, wäre da auf A und hier wäre auf A plus. Jetzt könnte ich natürlich mega Geld ans Auto stecken. Wie viel haben wir? Wir haben jetzt 25.000. Ja, hier müssen wir teilweise echt die. Ich glaube, wir haben leider die Upgrades nicht für das Auto, für die Garage, oder? Leider nicht. Das ist das Problem. Die müssen wir nämlich auch noch kaufen. Hier wäre der auf 209.
So, warte mal. Wenn ich jetzt auf Antrieb gehe. +4. Viel wird das nicht bringen. Das nicht verkaufen war das Ding. Dann hat der ein bisschen mehr Handling. So, wir sind jetzt wieder bei A. Ich brauche halt Geld. Wir brauchen halt dicke Geld, weil wir müssen die Garage natürlich noch updaten und wir brauchen dringend ein A-Plus-Auto. Aber das Problem, die 50.000 werden halt das. So. Spielen. So, theoretisch kann ich mir hier unten den Sturmkanal. Klar, ich habe jetzt alles, ich habe natürlich jetzt A-Auto, ne? Das will ja der Ekel soll, der Akura soll ja ein A-Plus werden. Und ich brauche das, weil wir das Auto da unten haben. Warte mal, wo haben wir das denn? Soll ich raten? Ich darf das jetzt nicht fahren oder was? Gibt's hier kein. War das nicht das dürfte Wind? Warte jetzt nicht, weil kein Dürftewind? Super. Wo sind wir denn überhaupt? Ja, in der Garage, super. Ja, super, ich wollte eigentlich jetzt. Gut, wir können ja auch den Sturmkanal fahren. Und da haben wir Geld holen. Ja, wir müssen halt früher oder später sowieso in die Garage investieren. Hey du, ich habe mehr über Alec rausgefunden. Kein besonders netter Typ. Erzähl mir was, was ich noch nicht weiß. Aber erstmal gibt's einen großen Cliffhanger. Er war mal Rennfahrer. War auch echt gut. Hat als Lil A ein paar Rennen gewonnen. Ja, es hat nie was gesagt. Überraschung. Lil A hat alles aufgegeben und heute vor 10 Jahren geschworen, nie wieder zu fahren. 10 Jahre? Wie alt ist er? Es wird noch verrückter. Er ist mal gegen den Lakeshore Champ angetreten. Hat alles riskiert und alles verloren. Dann war Ende. Rate mal, wer das war. Rate. Rydell! Warte. Ernsthaft? Oh, also stell dir das vor. Alec ist wirklich Rydells Erzfeind. Schmiedet von... So. So, der Sturmkanal. Wir sind natürlich. Wir haben natürlich beide Autos relativ schnell oben. So, wir können natürlich jetzt hier aufwählen. Aber warum? Ich wundere mich geil, dass das Ziel überhaupt zum Beispiel auf A ist, ebenfalls auf Eis. So, wir starten das. Das machen wir dann aber wirklich erst in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin.